die Annika. Hallo, ich bin Ralf. Wir nehmen euch heute mit auf die Bahntrasse. Unsere Jugendleiterin Annika und der Radsportleiter Ralf nehmen uns heute auf eine gemütliche Ausfahrt mit. Als erstes fahren wir zum Startpunkt nach Vorndau. Die ehemalige Bahntrasse ist von den Göppinger Josefle und von den Gmünder Klipperle genannt worden. Auf 27 Kilometer erwartet euch maximal 2,5% Steigung. Nach der Stilllegung ist die zum gemütlichen Radweg umgebaut worden. Lauf nach Bierbach, da Gott's alles gemacht. Die Bahnfahrer haben früher gesagt, in welcher Beure muss man feuern. Heute treffen wir den Petze. Den kennt ihr ja noch vom Alpextrem Wintertraining. Maitis Hohenstaufen, da tut's schon besser laufen. Das ist der höchste Punkt der Strecke. Schon sind wir geschwind in Gmünd. Wir haben unseren Zielbahnhof erreicht. 1954 hat so ein Bähnle äußerst 70 Minuten gebraucht. 1984 waren es 44 Minuten. Wie lange brauchst denn du? Schreib uns deine Zeit in die Kommentare. Zurück fahren wir durchs Beudetal am Wäscherschloss vorbei nach Oderbach. Wie der Wolle jetzt wieder sagen tät, guckt euch auch die schöne Landschaft an. We'll be right back.
Teilnehmer wäre ein Tunnel von Maidisnauderbach. Der Zug ist leider abgefahren. Da dafür genießen wir die letzte Abfahrt vom Asrigen ins Tal der Liebe. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat.